Herzlich willkommen bei Discovery TV Rooftop Session hier in Zürich. Mein Name ist Geraldine. Und neben mir stehen hier gerade drei schöne Männer. Trois Machinaires. Und die spielen heute was für einen Song? Yes, thank you, I know. Viel Spass! Bye.
mega. So, ihr schönen Jungs. Wie habt ihr euch gefühlt jetzt gerade? Eigentlich ganz, ganz gut. Wir spielen das Stück eigentlich seit dem Anfang an und jedes Mal fühlt sich eigentlich super cool und immer jedes Mal anders, weil es ganz viel Improvisations gibt und wir haben jedes Mal auch Spaß daran. Das freut mich doch sehr. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wie habt ihr die Band eigentlich gegründet? Wir haben uns durch, ich glaube, eigentlich an der ZHDK haben wir uns kennengelernt, als ich dort studiert habe und Samia auch. Und wir haben mal zusammen gejumpt und gemerkt, oh ja, okay, es geht gut zusammen, also es passt gut. Und dann hatte ich so eine Aufnahmesession und ich wollte eigentlich eine Band haben. Und ich habe die gefragt, um so eigene Stücke zu spielen. Und dann von der Aufnahmesession sind wir zum Konzert eigentlich gegangen. Also wir haben dann Anfragen gekriegt für Konzerte und wir haben dann einfach zusammen ein Repertoire gestellt. Und wie ist es denn überhaupt zum Namen gekommen von euch? Also es war so Trio Imaginaire und es gab eigentlich von einem Veranstalter einen Fehler. Er hat so mal Trois Imaginaire geschrieben und wir fanden eigentlich das schön. Und wir haben dann den Namen behalten. Dann ist gerade so geblieben. Okay. Und ich habe jetzt da gerade noch von euch eine CD. Fantastic. Und da haben wir jetzt noch eine Platte Taufe. Wann findet die statt? Weil ich glaube, wegen Corona mussten sie ja verschieben. Und wann haben die endlich eure schöne veröffentlicht sozusagen? Genau, also ursprünglich ist die Platte im März veröffentlicht wurde und dann natürlich wurde alles abgesagt. Und jetzt, die Plattentaufe ist am 4. September in Biel im Café Literär. Okay, das klingt ja sehr gut. Freut ihr euch schon sehr drauf? Auf jeden Fall. wir haben auch einen speziellen Zusammenhang mit der Stadt von Biel. Wir haben auch dort die Platte aufgenommen und spielen oft dort auch. Und genau. Sehr interessant. Und wie habt ihr jetzt euch da so ein allgemein Gefühl gehabt in der Corona-Zeit? Wie war das für euch so, für euch alle allgemein? Fangen wir bei dir an. Bei mir es war ganz, ganz gut. Also, seit ich auch sehr nerdy bin, war ich aber die ganze Zeit so am Üben und so in einem Haus am Musizieren. Genau. Wie war es bei dir? Ich bin gerade Vater geworden und hat sich noch gut getroffen. Herzliche Gratulation! Ja. Und ich kann die Heise sein. Und können das Kind geniessen, ja. Familienleben anfangen. Ja. Schön. Ja. Dann bei dir? Hey, eigentlich auch gut. Wo es Corona losgegangen ist, bin ich noch in New York bei meinem Kollegen. Und wir hatten ein bisschen Puff mit dem Heiko. Darum, eigentlich, wo wir dann endlich da waren, sind wir so mega froh gewesen, so in der sicheren Schweiz zu sein. Und dann haben wir einfach so geübt, sind in den Keller runter, 8 Stunden. Und da lachen da alle, so 8 Stunden heisst, es war mehr gewesen, oder weniger, oder was war das? Genau 8 Stunden gewesen. Es war genau 8 Stunden. Lachen nicht so blöd, ich weiss nicht, was ich sorry. Und in der Corona-Zeit habt ihr da irgendwie auch so Konzerte gemacht, so Livestream-Konzerte. Wie war das so für euch? Also es ist ganz eine neue Erfahrung. Es ist ein komplett anderen Kontext. Und es ist halt wie eine gestreamte Probe, aber doch nicht so ganz, weil es gibt schon diese Kamera, die uns beobachtet und man schon ein bisschen so interagieren damit, obwohl wir kein Feedback kriegen. Ich glaube, im Live-Bereich das Feedback vom Publikum ist auch extrem wichtig, oder? Es gibt das glaube ich auch, ja. Genau. Und wie ist es so gewesen? Also jetzt habt ihr schon neue Konzerte gehabt oder wie ist das jetzt? Genau, wir haben jetzt ein paar Konzerte gehabt dieses Wochenende und sonst, wir konnten auch so eine Residency in der Rote Fabrik machen und da konnten wir auch wirklich an unserem Repertoire arbeiten und so. Und das Gefühl ist halt wirklich anders gewesen, wo wir wieder mal Publikum vor euch hatten, also wie ist das so? Also wir haben uns wirklich sehr gefreut, so mit Publikum wieder zu spielen. Es war echt wieder so ein tolles Gefühl und auch wieder mal so zusammen in einem Live-Kontext wirklich sowas
gestalten. Das war gut. Das freut mich doch sehr. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Trois Imaginaire. Und bis zum nächsten Mal bei der Rooftop-Session. Tschüss!